Ich habe mich extra für euch hingesetzt und einen DPS-Guide für den Elish-Army zusammengewichst, damit ihr die Bosse so effektiv wie möglich wegtasern könnt. Für den Fall, dass ihr euch einen Scheißdreck für den Charmy interessiert und ihr trotzdem auf das Video geklickt habt, solltet ihr zunächst euer Zeitmanagement hinterfragen und euren Wunsch für den nächsten Guide unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt würde ich sagen, beginnen wir direkt mit den Stärken und Schwächen des Elish-Armys. Absolut stark ist, dass ihr kaum Gear benötigt, um richtig zu pumpen, denn das meiste kommt durch eure Talente. Dann bringt der Charmy noch einen Haufen richtig guter Buffs mit, wie zum Beispiel Spellcrit und Spellpower. Dazu habt ihr einiges an Utility, die eurem Raid bei so mancher Bossmechanik unter die Arme greift, wie jemand, der checken will, ob er nach Schweiß stinkt. Das Tremor-Totem und KR sind zwei von vielen Dingen, die ihr da am Start habt. Was nicht so geil ist, ist, dass der Elish-Army einfach richtig schlecht mit Gear skaliert und somit in einem Biss-Raid nicht mithalten kann. Dazu ist der Charmy so immobil wie Stephen Hawking, aber dafür hat euer Raid immer einen stehen. Und ja, Mana kann auch ein Problem sein. Jetzt schauen wir uns mal die Rassen an. Die einzige Wahl bei der Allianz sind die Drenei. Punkt. Und bei der Horde sind es die Trolle, da der Haste-Buff namens Berserking einfach extrem nützlich ist. Falls ihr allerdings lieber einen Ork spielt, dann könnt ihr das natürlich auch machen, denn Spellpower ist auch saftig, keine Frage. Dann kommen wir zu den Berufen. Hier entscheidet ihr euch am besten für Jewelcrafting und Engineering. Warum? Weil ihr eure Handschuhe mit einem Unused Haste-Buff verzaubern könnt, ihr Nitro-Boots habt und ihr durch die 39 Spellpower-Gems einfach am meisten Sim-DPS bekommt. Dazu könnt ihr euch für AOE-Situationen Bomben basteln, die ebenfalls Damage pushen. Weiter geht's mit den Talenten. Ich habe den besten Spec hier eingeblendet und in die Infobox verlinkt und werde da jetzt nicht jedes fucking Talent durchgehen. Nur eine Sache, damit ihr euch nicht wundert, wo immer der extra Lightning Bolt herkommt, keine Sorge, euer Char spritzt nicht random ab, sondern das ist das Talent Lightning Overload, wodurch ihr eine 33%ige Chance habt, einen extra Lightning Bolt abzufeuern. Jetzt zu den Glyphen. Für die Großen nehmt ihr Lightning Bolt, Totem of Wrath für einen Self-Buff und Flame Tongue Weapon für 2% Crit. Dann nehmt ihr für die kleinen Glyphen Water Shield, Thunderstorm für extra Mana und Renewed Life mit. Die Stat-Prio ist wie folgt. Zuerst versucht ihr das Hitcap von 17% zu erreichen. Durch die Talente bekommt ihr 3% und falls ihr Drenei seid, 1% durch eure Racial. Der Rest muss vom Gear kommen oder durch eine Eule beispielsweise. Ich würde mich aber nicht auf andere verlassen, denn dann seid ihr 99% der Fälle verlassen. Danach kommt Spellpower, dann Haste, Crit, Int und MP5. Ja, MP5, denn ihr seid mana-technisch einfach Grütze. Schauen wir uns mal die Rotation und CDs an. Der Fight läuft folgendermaßen ab. Vor dem Pull bufft ihr euch mit Flame Tongue Weapon für extra Spellpower und Mana Shield, damit ihr nicht so schnell umgeht. Dann droppt ihr eure Totems mittels Call of the Elements. Diese Totems sollten die folgenden sein. Einmal Strength of Earth, dann Totem of Wrath, was euch für 5 Minuten selbst mit Spellpower bufft, dann noch Mana Spring und beim letzten möglichst Wrath of Air. Es sei denn, euer Raid-Setup ist eher melee-lastig, dann droppt ihr Wind Fury. Bei den meisten Fights wird direkt zum Anfang KR gezogen. Tut dies auch. Ich weiß nicht, was Charmys für eine geistige Behinderung haben, aber das mit dem KR-Ziehen scheint oft eine Raketenwissenschaft zu sein. Aber bei euch ist das jetzt nicht mehr so, okay? Dann zieht ihr eure CDs. Engineering-Handschuhe, Elemental Mastery für einen Instant Lava Burst und Berserking als Troll. Direkt danach haut ihr Flameshock auf den Boss und dann das Feuerele. Das ist ein Totem, was euer Wrath-Totem despawnt. Also hat euer Raid erstmal die Arschkarte gezogen, weil der Spell-Damage und Crit-Buff fehlt. Natürlich könnt ihr das Fire-Elemental auch ziehen, wenn die anderen Caster geburstet haben, aber ganz ehrlich, scheiß auf die anderen. Nach 2 Minuten ist das Feuerele weg und ihr droppt dann wieder das Wrath-Totem. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Wenn ihr nicht der einzige Charmy seid, was ich stark bezweifle, weil die Klasse so unterpräsentiert ist wie LGBTQ-Member an einem AfD-Stand, dann droppt ihr stattdessen das Searing-Totem, sobald euer Fire-Elemental ausgelaufen ist. Flameshock müsst ihr immer auf dem Boss halten, da euer Lava-Burst dadurch zu 100% crittet. Dann ballert ihr einen Instant-Lava-Burst drauf und spammt Lightning Bolt, solange bis Lava-Burst wieder ready ist. Achtet auf jeden Fall darauf, dass euer Wasserschild immer aktiv ist, weil ihr sonst Mana-Probleme bekommen könnt. Das war's. Ich habe extra für dieses Video einen Elish-Army auf dem PTR erstellt und habe die Rotation direkt hinbekommen. Das ist echt einfach wie scheiße. Also nochmal zusammengefasst. Totems droppen und Pot reinschmeißen. Dann kommt der Pull. Ihr zieht gegebenenfalls KR und dann eure CDs. Dann einen Flameshock und das Fire Elemental. Dann einen Instant Lava Burst und Lightning Bolt Spam, bis Lava Burst wieder ready ist. Währenddessen Flameshock oben halten und wenn das Fire Elemental dead ist, entweder Wrath oder Searing Totem stellen. Bei der AOE-Rotation zieht ihr das Magma-Totem im Pack und castet Fire Nova auf CD. Dabei haltet ihr Kettenblitz auch auf CD. Dann habt ihr noch Thunderstorm, was ihr ebenfalls auf CD haltet, aber meistens könnt ihr aufgrund des 45 Sekunden Cooldowns eh nur einen davon raushauen. Soweit, so easy. Jetzt will ich noch ein paar Worte über die Utility des Elish-Armys loswerden. Allgemein solltet ihr eure Totems einzeln drücken, also zieht sie in die Leiste, wie euer Bein bei einem Eiertritt. Dann haben wir einmal das Tremor-Totem, was wie ein Fear Ward wirkt. Ist zum Beispiel bei der Blood Queen in der Flugphase sehr wichtig. Dann könnt ihr bei bestimmten
bestimmten Bossen die Resi-Totems droppen. Das wäre zum Beispiel das Natur-Resi beim Prof oder Frost bei Syndragosa. Wenn der Raid-Lead das nicht ansagt, dann bietet es wenigstens an, das Teil zu stellen. Das gibt ein DKP Plus und E-Penis. Achso, und wenn ihr Mana-Probleme habt, dann knallt einfach hin und wieder mal einen Thunderstorm rein, denn durch die Glyphe bekommt ihr dann saftige 10% Mana zurück. Die Verzauberungen und Gems sind folgende. Der Helm bekommt die Kirin-Tor-Verzauberung. Die Schultern, die Söhne-Hodens-Verzauberung. Der Umhang, 23 Haste. Die Brust, 10 Stats. Die Armstienen, 30 Spellpower. Auf die Handschuhe macht ihr das Engineering Haste. Die Hose bestückt ihr mit dem Sapphire Spell Thread. Auf die Schuhe kommen die Nitro Boots. Die Waffe kriegt 63 Spellpower und der Schild 25 Int. Zu den Gems. Der Meter ist der 21 Crit und 3% Critical Damage. In den gelben klatscht ihr 12 Spellpower und 10 Haste. In den roten den dicken 39 Spellpower oder den Epic 23 Spellpower. Und in den blauen kommt 12 Spellpower und 5 MP5. Als letztes geht es noch um das Buff Food und die Flasks. Für die Flask nehmt ihr Frostworm, die Pots sind die Potion of Speed und das Food ist das Fish Feast oder Tender Shovel Tusk Steak. Zusammenfassend hat der Elish Army Style und eine Gehbehinderung. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonnieren, meine Freunde, sonst knallt's. Yeah!